6. November 38. Oh, jetzt wird es heiß. 20.17 Uhr. Ach ja, der besoffene Hank. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Verlassen. So, wir spielen wieder Connor und Hank. Mit Hank sind wir befreundet. Und wir haben noch eine Softwareinstabilität. Folge Hank in den Eden Club. Na, das kann ja heiter werden. Ein verkaterter Hank in einem Strip-Club. Oder ist sogar ein Androiden-Sexschuppen, ne, glaube ich. Naja. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh, Mann. Hat aber ein cooles Ambiente. Wir scannen mal, auch wenn das gerade ein bisschen die Romantik des Moments oder die Erotik des Momentes zerstört. Aber so ist das halt. Eieiei. Na, Mädels? Ja, das war's für euch. Eden Club. Connor! Was denn? Was zur Hölle machst du da? Komm mal, Lieutenant. Ich gucke. Och Mann. Was ist denn mit den Mädels? Jetzt will ich mal wo die Mädels angucken. Oh. Naja, gehen wir mal weiter. Ihr könnt ja Pause drücken, wenn ihr gaffen wollt. Okay, hier kann man noch nichts machen. Oh, übrigens, Gavin ist auch da. Oh, toll. Ein Toter und ein Arschloch. Genau das, was ich brauche. So, wer ist denn der Herr hier? Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alk. So ein Spallo. Nacht, Lieutenant. Ja, ihm war es sichtbar unangenehm. Okay, zumindest einem. Na gut, untersuche den Tatort, das Opfer, den Androiden. Alles klar. Fangen wir mal mit ihr an. Sie ist der Androide, ne? Analysieren, Diagnose aufstehen. Analysieren. Wow, hey, 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 hey! Ah, Connor, das ist ekelhaft! Ich muss gleich nochmal kotzen. Na gut, blaues Blutmodell wäre Blue Blood. Okay, alles klar. Jetzt können wir nur Diagnose machen oder aufstehen. Dann machen wir Diagnose. Ah. Selektor schwer beschädigt, Biokomponente blablabla schwer beschädigt. Was heißt denn das genau? Wir kriegen noch keine Details darüber. Auf jeden Fall ist sie kaputt. Dann checken wir mal das Opfer ab. Was? Es wurde Hank unterbrochen, ich konnte es aber nicht abbrechen. Wen haben wir denn hier? Michael Graham. Geschätzter Todeszeitpunkt 18.24 Uhr. Ja, auch keine schöne Art abzutreten, ne? Obwohl, ja, dann leckt der Android aber nicht da hinten, wenn ihr wisst, was ich meine. Schwere Blutergüsse, Würgemale, Todesursache ersticken. Er wurde erwürgt. Herzstillstand, kein Anzeichen eines Herzensfalls. Herzanfall nicht Todesursache. Rekonstruieren. Wir gucken uns mal an, wie es abgelaufen sein könnte. Hier haben wir keine weiteren Informationen. Das heißt, wir müssen wirklich mal hier uns alles ansehen. Opfer wurde erwürgt. Gut, das wissen wir ja anhand der Würgemale. Das ist ja jetzt nichts Neues.
von... Ach, das war's jetzt schon. Okay. Auf jeden Fall sieht's weiblich aus, ne? Die Androidin vielleicht? Sieht weiblich aus, aber... Wieso kam sie denn von da hinten? Sonst haben wir hier aber auch nichts mehr. Da steht Michael Graham. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Seinem Hals, genau. Hier ist aber noch irgendwas. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf. Verbinden, ach so. Reaktivierung erforderlich. Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Na. Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger. Oh, Heiliger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Eine Minute, na, das kann ja schon wieder heiter werden. Na gut, hilft aber nichts, ne? Eine Minute ist lang. Aber auch fies, ne? Jemanden wieder ins Leben zurückzuholen und dann eine Minute lang befragen zu können. Erklären. Erstmal erklären. Du warst beschädigt und ich habe dich reaktiviert. Alles ist in Ordnung. Ist er tot? Hast du ihn getötet? Nein! Nein, ich war das nicht! Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Welches Modell war dieser Android? Sah er aus wie du? Shit. Da war noch ein Android. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Oder auch nicht. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Vielleicht ein Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Suche nach Androiden-Augenzeugen. Nummer 9. Nummer 9 könnte was gesehen haben. Kannten Sie das Opfer? Alles klar, Nummer 9. Und sonst niemand mehr. Nein, ich meine, er war zwei- oder dreimal hier. Ich meine, diese Typen reden nicht gerade viel, wissen Sie? Sie kommen, haben Spaß und gehen dann wieder. Gab es hier schon mal Ärger mit den Androiden? Okay, er befragt ihn. Gut. Wir checken mal das Mädel in Kabine Nummer 9. Menschliche Fingerabdrücke. Ah, Hank, kannst du uns mal kurz helfen? Oder der Manager? Auf keinen Fall. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Kommt er? Ja. Oh, weia, die Musik ist ja gar nicht toll. Kann das nicht der Manager für uns öffnen? Anscheinend nicht, ne? Weil wenn der Android das wirklich ist, dann wird er versuchen zu fliehen und ich will nicht, dass Hank verletzt wird, weißt du? Aber eine andere Möglichkeit haben wir hier echt gerade nicht. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant. Vertrauen Sie mir. Ja, ja.
30. Bitte bestätigen Sie den Kauf. Kannst du über Spesen abrechnen? Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Siehste? Kauf bestätigt. Edenklapp wünscht Ihnen eine Anwesenheit. Bitteschön. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Na okay, das ging aber glatt. Oh oh. Der Blick war gerade ein bisschen seltsam, oder? Oh Scheiße, komm. Was zur Hölle machst du da? Ah, okay, wir können auf die Aufzeichnung zugreifen. Da gucken können wir natürlich nicht. Ich habe gerade versucht zu gucken, aber dadurch bewegt sich nur da unten das, siehst du? Natürlich können wir nichts gucken, weil das halt der starre Blickwinkel ist. So. Ich spule mal langsam vorwärts. Das war aber nicht unser Opfer, oder? Ah. Ich spule nochmal. Wir können ja jetzt hier beliebig rumspulen. Okay. Hier wird nur rumgeglotzt. Eine blauhaarige in Richtung des Eingangs. Okay. Das war's. Ich hoffe, der Typ hier hatte Spaß im Nachhinein. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Eine blauhaarige in Richtung des Eingangs. Naja, okay. Wie sieht die aus? Blauhaarig eben. Die hebt da die Hand, ne? Heißt das irgendwas? Greift die in Richtung Nummer 15 da gerade? Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Oh, Kacke. Kacke, 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 Kacke. Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? R2, scannen. Okay, der könnte was gesehen haben. Oder der. Den anderen müssen wir rausholen. Sagen Sie ihr höflich ab! Aber der guckt. Das wird doch nichts. Der guckt nur noch da. Wir checken doch mal ihn. Du bist wirklich toll, aber ich. Sie. Probieren wir den hier. Hoffentlich bringt er. Verdammt. Außer Sicht. Kacke. Nein. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Verbinden wir uns mal mit ihr. Und? Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Android ging zurück in den Club. Okay, alles klar. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Das heißt, die hier könnte was gesehen haben. Verdammt! Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Das kriegen wir schon hin, Hank. Das kriegen wir schon hin. Da ist sie. In den roten Raum. Komm, Hank, komm. Schnell, wir haben keine Zeit. Okay, wer könnte jetzt was gesehen haben? Er guckt sich eigentlich im ganzen Raum um und ist am schnellsten zu verbinden gerade. Komm schon. Wo hast du hingeguckt? Verdammt. Alter. Was kannst du überhaupt außer tanzen? Aber wir haben noch 2 Minuten. Das ist gar nicht mal schlecht. Da ist eine Tür. Das heißt... Nichts. Die blaue vorbei. Check mal die Nummer 29. Oh, guck mal. Sie hat sich für Nummer 29... Aber hat dann doch Nummer 28 genommen. War sie da? War sie da? Warte mal. Da ist sie doch. Android ist in dem blauen Raum. Ach du Heilige, ey. Das hier ist der blaue Raum, ne? So, ich guck mal hier. Hier muss sie ja dran vorbeigekommen sein. Ich hoffe mal, die war nicht
Nee, die stand in ihrer Kabine, alles klar. Und da ist sie. Und sie ging, hat sich in einem Raum versteckt. Und zwar in diesem dort. Er hat das Zimmer verlassen, verdammt. Dann sieht Nummer 20 vielleicht, was passiert ist. Ich hoffe, Nummer 20. Oh, und der Putzandroid. Können wir mal probieren. Ah, Tatsache. Ist durch den Mitarbeitereingang geflohen. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie. Scheiße, Mann. Das ist doch Wahnsinn. Nein, ist es nicht. Es war so, wirklich. Wir haben es gesehen. Warte. Ich übernehme das jetzt. Das so eine gute Idee ist. Oh, da ist sie das? Nee, ne? Das sind Ersatz-Androiden wahrscheinlich. Oh, Hank, pass bloß auf. Die hat schon einen gekillt. Durchsuche das Lager. Okay, das ist jetzt natürlich creepy. Die könnte jetzt natürlich überall sein. Aber hier ist Blut. Scheiße! Wir sind zu spät! Also blaues Blut, ne? WR-400. Na dann werden wir mal ein wenig hier rumforschen. Das ist sie nicht, ne? Schon ein bisschen unheimlich, ne? Wie die alle so in Reihe und Gliedern da stehen. Da ist sie. Verdammt, schau sie dir an! Was? Keine Bewegung! Oh oh, Hank, pass bitte auf, pass bitte auf. Die sind zu zweit, das konnte natürlich keiner ahnen. Nein! Okay, es läuft gerade nicht so rund. Ich muss immer mal kurz überlegen, was die Symbole überhaupt von mir wollen. Hank, 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 Hank. Waffe da hinten. Ich hab's auch rumflattern sehen. Schnell, sie entwischen uns! Oh, ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich so richtig konzentrieren. Will sie nicht töten. Dieser Mann, er schlug die andere Tracy. Ich wusste, ich bin die Nächste. Ich hatte solche Angst. Ich bat ihn, aufzuhören, doch er hörte nicht. Da legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur überleben. Und zurück zu meiner Geliebten.
Oh, Liebe. Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen und dabei die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß und die schmutzigen Wörter. Na komm, gehen wir. Ist vermutlich besser so. Oh, das war nicht nur unerwartet, das war auch Selbstverteidigung. Sie wollte nicht sterben. Sie hat sich selbst verteidigt und Hank hat's geduldet. Das finde ich cool, das finde ich gerade richtig cool. Das ist richtig cool. Und wir haben ein Geständnis und Connor hat's mal gehört. Das ist ja das, was ich auch gehofft hatte, nachdem wir Kara und Alice über den Highway ja nicht verfolgt haben, aber in Richtung Highway. Da hätte ich auch gehofft, dass Kara Connor auch die Geschichte erzählt. Das wäre cool gewesen. Okay, ich bin zufrieden mit dem Ausgang dieses Kapitels, muss ich schon sagen. Hank hat es akzeptiert, dass wir sie haben laufen lassen. Krass, obwohl er ja eigentlich Androiden gar nicht mag, hat er es akzeptiert, dass wir eine Androidin, ich bin immer noch verwirrt über Androidin oder Android, weibliche Android, dass er die haben laufen lassen, obwohl er die Dinger ja nicht mag, ne, sagt er selber so. Und er hat aber Verständnis gehabt dafür. Ist wohl besser so, sagt er, obwohl wir hätten einfach schießen können. Krass, aber ich bin froh, dass wir es nicht getan haben. Weil wir hätten ihrer Partnerin dadurch ordentlich emotionalen Schaden hinzugefügt. Also wir hätten ihre Partnerin getötet. Ja, sagen wir es mal, wie es ist. Ah, cool, ich freue mich. Ich freue mich gerade ein bisschen, wirklich. So, 99% haben natürlich alles untersucht, repariert. Was haben wir hier? Ruhige Herangehensweise, 46%. Was wäre denn hektische Herangehensweise gewesen? I don't know. Tatort verlassen. Androiden-Augenzeuge finden. Das haben echt manche nicht gemacht. Lager betreten. Guck mal, hier wäre es dann aber schon vorbei gewesen. Wären dann einfach gegangen wahrscheinlich. Abweicher verfolgen natürlich auch die meisten. Blaues Blut analysiert, Androidenvorrat. Moment. Hüsterchen. Das ist natürlich auch der logische Weg gewesen hier, weil die blaue Spur hat man schon gesehen. Man geht dahin, man analysiert die und dann geht man natürlich rechts an der Wand lang zu den Androiden, die da stehen. Ne? Wenn wir jetzt erst links lang gelaufen, hätten wir wahrscheinlich hier von unten an alles aufgewühlt. So. Blauhaarigen Abweichler untersuchen haben wir gemacht. Abweicher greifen an. Geht doch gar nicht anders. Also es gibt keine Möglichkeit, dass sie nicht angreifen. Kampf gewinnen. 84%, 16% haben ihn verloren. Abweichler verschont. 44%. Tatsächlich relativ ausgeglichen, aber doch mehr als erschießen. Und 45%, weniger der Hälfte, haben die Abweichler dann entkommen lassen. Interessant. Naja, das Kapitel war jetzt Eden Club und ich bin mit dem Ausgang sehr zufrieden und Hank hat auch, fand's auch gut. Ich lese gerade, Hank befreundet, waren wir vorher ja auch. Öffentliche Meinung ist immer noch feindselig, Amanda vertraut. Ja gut, Amanda will, die Alte, ich weiß nicht, da bin ich auch noch was skeptisch. Aber mit dem Ausgang hier bin ich zufrieden und es war ein bisschen erotisch. Mal gucken, wie es weitergeht, aber das werden wir erst morgen in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin, macht es gut und ciao.